Ich grüße euch ganz herzlichst. Heute wieder zu einem neuen Video lade ich euch ganz, ganz herzlichst ein. Mein Name ist Sanara Angelika. Ja, zur Sendereihe Das Leben zufriedener und glücklicher gestalten. Und heute mit dem Thema Im Hier und Jetzt sein, achtsam leben. Das ist ein wichtiges Thema. Denn gerade die Achtsamkeit, ihr Lieben, ist natürlich etwas, was sehr, sehr viel vernachlässigt wird. Wir gehen so unbewusst durchs Leben. Ja, oftmals schauen wir noch nicht einmal nach links und nach rechts. Und wenn wir dann so im Nachhinein gefragt werden, sag mal, hast du das oder jenes gesehen? Dann wird es oft verneint. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Wo war das denn überhaupt? Ja, ihr Lieben, das hat alles mit Achtsamkeit zu tun. Bist du immer achtsam in deinem Leben? Wie gehst du mit deiner Achtsamkeit um? Bist du achtsam mit dir selbst? Achtsam mit deiner Umwelt? Und achtsam auch mit deinen Mitmenschen? Genau dieses Thema möchte ich heute mit euch mal näher beleuchten. Denn diese Achtsamkeit kann man auch erlernen. Das heißt, in erster Linie mal die Achtsamkeit zu sich selbst. Dich mal wirklich wahrnehmen. Und wie kannst du dich am besten wahrnehmen? Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht? Also, ich halte es immer so, um mich mal wirklich wahrzunehmen, gehe ich vor einen großen Spiegel, setze mich dahin oder stelle mich auch hin und schaue mich an, so wie ich bin, von oben bis unten und nehme mich wahr, so wie ich da vor dem Spiegel stehe. Und letztendlich nehme ich Blickkontakt mit meinen Augen auf und schaue mir mal in meine Augen. Was sagen meine Augen da jetzt gerade? Was wollen sie mir sagen? Und wie schaue ich überhaupt rein? Ja, das Ganze mache ich dann vielleicht mal so 5 Minuten. Und schaue mich einfach nur an, ohne mich zu bewerten. Ohne gleich den Kritiker wieder in mir hochkommen zu lassen und zu sagen, na ja, also wie du wieder aussiehst. Schau mal hier und schau mal da. Und wie guckst du denn? Also nee, das geht ja gar nicht. Denn ihr Lieben, das ist häufig der Fall, wenn wir uns mal in Achtsamkeit betrachten. In erster Linie haben wir oft immer wieder etwas Negatives parat. Jedoch überlege doch mal, wenn du dich ganz wertfrei betrachtest, einfach nur mal so, wirklich ohne zu werten, dann wirst du sehen, was deine Schönheit dir sagen will. Ich betone es nochmal, deine Schönheit dir sagen will, denn jeder Mensch hat für sich eine gewisse Schönheit, etwas ganz Besonderes. Und das mal wahrzunehmen, voller Achtsamkeit wahrzunehmen, das wird dir etwas bringen. Insbesondere, wenn du dir in die Augen schaust. Ich weiß, dass das in die Augen schauen manchmal nicht so einfach ist. Dass wir das gar nicht so gern machen. Dass wir oft den Blick immer wieder mal weglenken. Jedoch, schau dir wirklich fest in deine Augen. Und dann erkennst du den Spiegel deiner Seele. Dann erkennst du das Tiefe in dir, was wirklich aus dir herauskommt. Ja, es ist
in deinen Augen und mit deinem Blick nimmst du es wahr. Und so, wie du dich jetzt im Spiegel wahrnimmst, wie du deine Augen wahrnimmst, so nimmt dich auch die Umwelt wahr. So wirst du auch von anderen wahrgenommen. Daher ist diese Übung eines der wichtigsten Übungen, die man mit sich selbst ohne Hilfsmittel machen kann. Versuch's einfach mal. Geh mal, wenn du kannst, vor einen großen Spiegel, der dich ganz zeigt. Betrachte dich. Betrachte dich von oben bis unten. Und schau dir in deine Augen. Nimm dich wahr, voller Achtsamkeit. Und schau mal, was es in dir macht. Sollten jetzt im Nachhinein wieder kritische Gedanken auftauchen, okay, dann sind das wirklich noch alte Dinge in dir, die sich in dir offenbaren wollen. Jedoch die Schönheit in der Tiefe deiner Augen zur Seele zu erkennen, die kann keine Kritik aufnehmen. Und da gibt's auch nichts zu kritisieren, denn jeder Mensch hat in seinen Augen den tiefsten See seiner Seele. Und diese Seele, die sagt dir dann etwas. Und schau mal, welch wunderschöne Augen du hast und wie tief du eintauchen kannst. Ihr Lieben, das wäre mal die Achtsamkeit mit sich selbst zu üben. Dann habe ich einen weiteren Tipp für euch. Wenn du das nächste Mal so spazieren gehst, einfach nur mal so ein bisschen, ich sag mal so, die Natur und die frische Luft genießen möchtest, dann nimm wirklich mal voller Achtsamkeit auch alles um dich herum wahr. Selbst die kleinste Blume, die aus einem Stein wächst, nimm sie wahr. Schau mal dahin. Da wächst doch eine kleine Blume, wo nichts anderes ist als nur Steine und hat sich dort einen Weg gesucht. Dieses mal wahrzunehmen. Denn je achtsamer du auch in deiner Umwelt alles wahrnimmst, umso mehr wirst du auch die Menschheit wahrnehmen, die Menschen, mit denen du umgeben bist. Denn alles, was um uns herum ist, ist von Gott gemacht. Auch diese kleine Blume, die aus dem Stein wächst. Oder der riesengroße Baum, der da gerade steht, mit seinem dicken Stamm und seiner riesengroßen Krone. Alles von Gott gemacht. Und wenn du weitergehst und siehst vielleicht einfach schöne Häuser mit tollen Fassaden. Ja, ihr Lieben, die sind erbaut worden durch Menschenhand. Jedoch diese Menschen sind wieder von Gott gemacht worden. Mit ihrer Kreativität, mit ihren Talenten, um diese Häuser, diese Fassaden zu bauen. Das nimm bitte mal für dich auf. Dann wirst du merken, wie unachtsam wir doch manchmal durchs Leben gehen. Wie unachtsam wir mit uns und mit allem, was ist, umgehen. Und jetzt, je achtsamer du wirst, du kannst es immer wieder üben. Immer und immer wieder, selbst beim Einkaufen. Nimm beim Einkaufen doch mal das Geschäft wahr, in dem du dich befindest. Mit allem, wo was ist.
Denn dieses Geschäft bietet dir die Möglichkeit, dich zu versorgen mit dem, was es anbietet. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Wir nehmen es oft als Selbstverständlichkeit an. Jedoch, dieses Geschäft ist auch von vielen, vielen Menschenhänden bestückt worden. Und das mal in Achtsamkeit zu betrachten, anzunehmen. Achtsamkeit hat doch etwas mit Dankbarkeit zu tun. Denn wenn ich achtsam bin, dann bin ich auch in einer großen Dankbarkeit. In einer Dankbarkeit zu dem, was sich mir alles offenbart. Was ich alles sehen und genießen kann. Und da mal hinzuschauen und dann mal die Menschen zu betrachten, die in diesem Geschäft sind. Wie sind diese Menschen? Laufen die auch unachtsam durch die Gänge und legen ihre eingekauften Dinge in ihren Warenkorb? Einfach mal schauen, ob du wahrnimmst, wie die Achtsamkeit sich bei anderen Menschen verhält. Denn dadurch kannst du lernen. Durch die Unachtsamkeit anderer Menschen lernst du, wieder viel mehr achtsamer zu werden, wahrzunehmen, voller Aufmerksamkeit da zu sein. Und das Wort sagt es schon, voller Aufmerksamkeit da zu sein, das ist, wenn man im Hier und Jetzt lebt. Dann ist man wieder abgelenkt durch andere Dinge, sondern nimmt alles, was um einen herum sich bewegt, um was geschieht, in Achtsamkeit wahr. Man sieht es, man nimmt es auf und es beginnt immer mit der allerersten Übung, mit der Achtsamkeit zu dir selbst. Denn nur wenn du dich in Achtsamkeit wahrnehmen kannst, wenn du in der Achtsamkeit zu dir bist, wirst du auch im Außen voller Achtsamkeit sein. Ich denke, das ist ganz einfach, wenn man es weiß. Jedoch, wir verdrängen es immer wieder und sagen, naja, ist gut und schön, ab und zu bin ich ja schon mal achtsam, aber nur ab und zu. Naja, gut. Alles beginnt mit dem ersten Schritt. Und wenn du vielleicht dir zu einem Ritual machst, dass du dich jeden Tag mal 5 Minuten im Spiegel betrachtest, das ist ja keine lange Zeit, voller Achtsamkeit und die Augen nicht vergessen, wirst du merken, dass du auch im Außen viel achtsamer wirst und viel mehr wahrnimmst als je zuvor. Und dann wirst du merken, dass du wirklich im Hier und Jetzt lebst, im Hier und Jetzt bist und diesen Moment, der gerade jetzt da ist, auch voll in dich aufnimmst. Es ist dir bewusst. Und du behältst es auch, du weißt dann auch, ach ja, so ist das. Das habe ich früher gar nicht wahrgenommen. Wie oft bin ich daran vorbeigerannt und habe gar nicht gewusst, dass es überhaupt da war. Deswegen, ich sag einfach mal, übe, übe, übe. Denn nur mit der Übung, der Wahrnehmung und deines eigenen Körpers wirst du lernen, auch alles andere achtsam anzunehmen. Und es wird eine ganz große Dankbarkeit in dir entstehen. Wirklich eine ganz große Dankbarkeit. Und ich sage das nicht nur so, weil auch ich es immer wieder mache. Ich nehme mich in voller Achtsamkeit wahr, ohne mich zu kritisieren, einfach schauen, gucken, meine Augen betrachten, die Tiefe meiner Seele wahrnehmen und dann wirklich nach außen gehen und voll in meiner Wahrnehmung sein.
immer im Hier und Jetzt, in jedem Moment. In jedem Moment, wo ich gerade bin, was ich gerade tue. Das geht sogar, wenn man zu Hause, ja, sag mal, die Wohnung, das Haus sauber hält. Auch das in voller Achtsamkeit und nicht mal nur so zwischendurch. Ich muss jetzt das, ich muss jetzt jenes, ich muss. Ich muss gar nichts. Nichts muss man. Jedoch, wenn du mit einer Achtsamkeit daran gehst, wirst du merken, wie schnell es dir gelingt, dies und jenes zu tun, ohne in einen inneren Zwang in dir aufbauen zu müssen. Und dann entsteht die große Dankbarkeit und du bist glücklich und zufrieden und sagst, ach, ist das einfach, ist das schön. Ich freue mich einfach, ich habe jetzt dies und das und jenes und das gemacht. Dabei wollte ich gar nicht so viel, jedoch das fluppte einfach. Warum fluppte es? Weil du mit dir in deiner Achtsamkeit, in deiner Wahrnehmung voll in diesem Moment dabei warst. Das ist einfach das kleine Wunder, will ich mal so sagen, obwohl es gar kein Wunder ist. Einfach im Hier und Jetzt alles in diesem Moment wahrzunehmen, mit voller Achtsamkeit, mit voller Dankbarkeit und da zu sein. Ihr Lieben, ihr seht schon, es ist so einfach, das Leben zufriedener und glücklicher zu gestalten, wenn man es nur weiß. Und ich wünsche dir, ich wünsche euch jetzt wirklich ganz viel Achtsamkeit, ganz viel Wahrnehmung, damit ihr, damit du und du und du und du immer im Hier und Jetzt jeden Moment voller Achtsamkeit wahrnimmst. Denn das gibt Zufriedenheit und macht dich glücklich. Ich freue mich, wenn es dir gelingt und ja, lass mir einfach einen Kommentar da unter diesem Video, wenn du magst. Darfst mir auch gern ein Gefällt mir geben. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, ja, dann würde ich mich doch darüber freuen, wenn du einfach mal auf den Button Abonnieren klickst. Dann wirst du über jedes Video immer bestens informiert sein. Ich freue mich schon, auf das nächste wieder mit euch besprechen zu können. In diesem Thema, beim nächsten Video, wird es mal um die Selbstliebe gehen. Selbstakzeptanz, Selbstliebe, auch ein ganz wichtiges Thema. Und da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Alles Liebe, eure Sanara Angelika und ich grüße euch mit einem Namaste und sag einfach bis später.